Spross um Spross und Stein um Steine, frei vom Zwang und von der Leine. Der Abendhimmel trägt feinste Farben und übermalt Abbys Sorgen und Klagen. Sorry, ich muss mal kurz einen Screenshot machen. Das sah so schön aus. Sieht alles schön aus. Hier kommen die Windmühlen. Ich will gar nicht durchrennen. Erstmal die Landschaft anschauen. Hier haben wir eine Bank. Erstmal hinsetzen. Landschaft anschauen. Schade, können wir nicht. Die Windmühlen. Wiese, das Heu. Warum liegt da Stroh? Sonnenstrahlen von wohliger Wärme laden sie ein in farbfrohe Ferne. Die Schönheit der Welt auf dem Silbertablett lacht Abby entgegen, so süß und kokett. Die Mühle ist kein Riese, der wir sind auch schon Weg versperrt. Boink. Und Zähnefletschen schreit. Gut, dass es flexibel ist. Still dass steht sie auf der Wiese. Bewegen lässt. Mit deinen Fäden kommst du trotzdem nicht an dir vorbei. Oh, schön. Hier können wir Wasser machen. Und wahrscheinlich das Windrad antreiben. Dünne Fäden gegen Mühlenarme. Wer da wohl gewinnt? Doch bist du klug und geschickt, sei der Sieg dir vorbestimmt. Jetzt müssen wir hier pumpen wahrscheinlich. Okay, Abby muss Wasser pumpen. Schau nur, Abby. Die arme Kuh scheint sehr durstig zu sein. Du hast doch so ein großes Herz für Mensch und Tier. Gib der Kuh was zu trinken, dann hilft sie. Kann ich hier... Ah ja. Sehr gut, ich kann. Bravo. Abby lässt die Mühle einfach im Winde stehen und ihre Flügel einsame Runden drehen. Sehr schön. Schon können wir weiter. Hops, hops, hops. Und weiter geht die Reise. Oha, die Landschaften sehen nicht mehr so freundlich aus. Da wird sie langsam düster. Das schöne, sonnige Feld wird nun durch einen Sumpf und durch trübe Landschaften ersetzt. Jetzt geht das Abenteuer richtig los. Müssen wir schon über einen Fluss rüberspringen. Aufpassen, dass wir nicht ertrinken und versinken. Am rauschenden Fluss, über den sie wohl über hinüber muss. Aha. Da stellt sich uns das erste Rätsel, was nicht allzu schwer ist. Dank roter Bänder sehen wir hier aber sehr leicht, was zu tun ist. Ah ja, können wir vielleicht anfassen? Ne, können wir nicht als Boot benutzen. Wenn du fällst, meine Kleine, helfe ich dir wieder auf die Beine. Ich fürchte, wir müssen noch mehr Bretter finden. Und das Brett weiterwerfen. Kleine Abby, du bist zwar naiv, doch selbst wenn du stolperst, fällst du nicht. Sie übertrat ihre Grenze, sprang ein Stück zu weit. Ich helfe dir zurück, trotz deiner Torheit. Okay, wir bauen weitere. Können wir das hier nehmen? Können wir.
Fall des Falles stehe ich dir bei. Diese Fäden verbinden. Aha. So nicht. Aber wir können es werfen. Stell dich nicht um. Ich sollte was mal von der anderen Seite nehmen. So, hier. Wirf mal das nächste Stück. Ah, verstehe. Komm, Abby, ich helfe dir. Noch einmal. Was ist das hier? Bauen wir uns eine weißt kleine du, Brücke. Helfen die raffinierte Kleine, wo keine Brücke ist, erbaut sie eben eine. Wie man es früher mal gemacht hat bei den... Ups. Bring nur und vertraue mir blind. Ich pass auf dich auf. Ja. Siehst du, auf mich ist Verlass. Okay, ich habe ihm nicht vertraut. Wie man damals als Kind immer gemacht hat mit den, ich glaube, mit Papier oder sowas, hat man damals sich Spiele gemacht, so. Mit die Jägershütte, ein fahler die von hinten nach vorne nehmen. Der wohl Sicherheit birgt. Und du, kleine Abby, Papierinsel. Die seine Schützen könnte. Aha, wen lass haben wir denn da? Alten Wolf ruhig in Frieden sterben. Hundi. Und wir davon deine Reise nicht verderben. Oh, Hundi. Können wir irgendwas tun? So ein bisschen Fleisch geben oder so? Und du Fleisch für das Hundi finden? Irgendwo Fleischi? Fleisch fürs Hundi. Ach, schade. Okay, ein Fleisch fürs Hundi. Das finde ich aber schlecht. Aha. Da wird die Brücke gekurbelt. Vielleicht soll er wieder zurückfahren oder was? Können wir hier mal. Das Mädchen, das Mühlen bewegt, wird doch wohl auch einen kleinen Wagen aus dem Weg schaffen können, oder nicht? Kommen wir bestimmt hier irgendwie an der Kuppel befestigen. Oder hier über den Abgrundtiefen die Brücke. Na komm. Na komm. Das ist ein Spiel auf Zeit. So wird das nichts werden. Na komm, kleine Abby. Jetzt müssen wir hier schnell den Faden ergreifen. Oder nicht.
Müssen wir schieben? Versuchen wir es mal mit Schieben. Was ist denn, wenn, was wäre denn, wenn man hier das, den Faden, das hier an der Brücke, an der Kurbel festmachen? Das wäre dann mit der Idee. Um die Brücke kriegen wir es wohl kaum. Den Wagen werden wir wohl kaum mit der Brücke kriegen. Nicht klappen. Oder doch? Okay, wenn wir draufstehen, bleibt es irgendwann unten. Okay, das könnte klappen. Okay. Na, ja, okay, die Spielsteuerung. Falsche Richtung. Die muss ich noch ein bisschen kapieren. Nichts gegen die Spielsteuerung. Ich bin's. Ich bin der Fehler hier. Na komm, greif. Greif, Abby. Ah, ich habe eine Idee. Das könnte klappen. Ich darauf renne und ich weiß nicht, ob es gewollt ist vom Spiel. Wenn nicht, verbacke ich hier wieder was. Oh, unter Umständen. Jetzt hier drauf springe. Während es nach oben geht, habe ich doch eine gute Absprungchance. Hups! Und ich dann noch springe hier. Springen mit, geht nicht mit der Leertaste. Ich versuche es immer mit der Leertaste. Jetzt dann hier rechtzeitig abspringen. Sekunde kurz warten. Warte, 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 warte. Jetzt hoch und hops. Nee. Das tut's nicht. Kann ich dich noch näher ranziehen? So, dass ich dann springen kann. Das Rüberziehen des Wagens erscheint mir momentan keine Option. Weil ich greife auch zu langsam nach dem. Das kriegen wir nicht hin. Das draufspringen. Maybe. Bleib unten. Jetzt müssten wir hier greifen. Ja, sie bückt sich schon. Nur schnell genug wären. Könnte das unter Umständen noch was werden mit dem Rüberziehen. Allerdings ist irgendwann die Kurbel blockiert. Da weiß ich dann nicht, wie ich das anzustellen habe. Ah ja, okay. So dürfte es gehen.
Ein Heuwagen. Hier, Wolfi, ich habe einen Heuwagen für dich. Abby, was tust du da? Ja. Gute Frage, nächste Frage. Da kommen wir nämlich nicht mal vorbei. Die Fäden? Was machst du mit den Fäden? Hör auf damit. Der Wolf hat sein Leben schon hinter sich. Oh nein. Lass ihn in Wenn noch nicht das arme Hund die. Was hab ich dir gesagt? Das arme Hund. Du musst gehorchen. Sonst gerätst du noch in Aber die ist frei. Ah, das gute Hundi. Was mit dem Wolf passierte? Nun ja, der Wolf zog von dannen, ging sind seine vor sind die Hunde, und für Abby hatte er nicht mal ein Wort des Dankes im Munde. Wir werden befreit.